Im Moment fordern so ganz viele Leute, dass man die AfD überwachen sollte. Also nicht man, sondern der Verfassungsschutz. So, und ich habe gesagt, ich habe das gehört und gedacht, ja, was soll das denn jetzt bringen? Was hat es denn jemals gebracht, ob der Verfassungsschutz irgendjemanden überwacht hat? Ja, es war meistens eher noch scheiße, vor allem bei so rechten Gruppierungen, weil die dann meistens gewachsen sind, weil sie eine Finanzspritze bekommen haben durch den Verfassungsschutz. Einige Menschen, die sowieso schon kriminelle Sachen gemacht haben, wurden dann geschützt vom Gesetz, weil sie waren V-Leute für den Verfassungsschutz. Also insgesamt habe ich das Gefühl, hat man jetzt nicht gute Erfahrungen mitgemacht, dass der Verfassungsschutz so Rechte beobachtet. Ich habe mich da mit Till Reiners in unserem Podcast-Talk und der Gast auch sehr lange darüber unterhalten. Und da habe ich mal nachgelesen. Mal gedacht, okay, warum? Was soll das? Warum interessiert das irgendjemanden? Dann habe ich gemerkt, es interessiert auch vor allem die AfD. Oder die AfD-Spitze. Die interessiert sich sehr dafür, dass das nicht passiert. Und deswegen haben die so ein Gutachten jetzt, haben die auch erstellen lassen, weil die das Gefühl hatten, okay, sag mal, wollen die uns überwachen da? Warum das denn jetzt hier? Haben wir da jetzt ein Problem mit Rechtsextremismus etwa? Aber was ist das Problem? Und der Gutachter meinte zum einen, ja schon, sieht nicht gut aus. Und dann hat er aber auch Tipps gegeben, wie man dafür sorgen kann, dass es nach außen hin besser aussieht, damit der Verfassungsschutz einen nicht beobachtet. Seine Tipps waren folgende. Er meinte, also es wäre recht gut, wenn ihr aufhört, andauernd von sowas wie Volkstod zu reden. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Oder von Umerziehung. Und dann meinte der Typ, vielleicht sagt man auch nicht immer, dass alle Flüchtlinge kriminell sind. Das macht kein gutes Bild. Und dann meinte er noch, und das hat wiederum auch funktioniert. Einige Menschen wurden schon, glaube ich, sollen jetzt ausgeschlossen werden aus der AfD. Wie zum Beispiel, ich glaube, das war der Leiter von der Jungalternative, dieser Jugendorganisation in Niedersachsen, der Stauffenberg ihn für Verräter nannte. Dafür brauchst du keinen Gutachter, um rauszufinden, ob die AfD ein Problem mit Rechtsextremen hat. Da brauchst du doch nur mal den Leuten zuhören, die für die AfD reden. Oh, ich sage ja nicht, dass das alles Rechtsextreme sind, Digi, aber einige schon. Einige schon. Und da habe ich auch gelesen, dass Gauland und solche Leute, ne, Alice Weidel, dass die gesagt haben, oh Alter, das darf auf keinen Fall passieren, dass wir überwacht werden von Verfassungsschutz. Weil das sieht nicht gut aus. Weil das will die AfD ja auch so die bürgerliche Mitte erreichen. Also Leute, die noch nicht wählen, aber die vielleicht so kurz davor stehen. Und da hat man Angst davor. Weil erstens, wenn der Verfassungsschutz die Partei überwacht, dann werden erstmal alle aus dem öffentlichen Dienst, die werden sich fernhalten von der AfD. Das heißt, eine Menge Wähler, aber auch eine Menge Leute, die da irgendwie denen zuarbeiten, dann geht dann verloren. Und da hat man gemerkt, das sieht ja auch nicht gut aus. Also für so Leute, die jetzt immer noch irgendwie sagen, so, die sind ja nicht rechts, um Gottes Willen, das ist doch nicht rechts, das ist doch, hat auch nichts mit rechts sein zu tun, die AfD. Wenn du jetzt aber sagst, ach so, aber der Verfassungsschutz überwacht die, weil die vielleicht auch nicht rechts sind. Ah, ich weiß nicht, dann wähle ich die vielleicht doch nicht. Und das könnte passieren bei einigen Leuten, dass sie das nicht wählen, weil der Verfassungsschutz sie überwacht. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt bin ich doch dafür. Ich bin doch dafür, dass der Verfassungsschutz die AfD überwacht. Nicht, weil das irgendwas bringt, sondern weil das ein Scheißstempel ist für die AfD. Das ist der einzige Grund, warum ich dafür bin. Seitdem möchte ich auch nicht mehr, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird. Bin absolut für, dass der bestehen bleibt. Nur, also er soll nur die AfD überwachen. Und das auch nur deswegen, weil das ein Scheiß-Image macht. Das ist der einzige Grund. Sag mal, seltener Volk ist tot. Alter, der Typ hat auch noch Geld für dieses Gutachten bekommen. Oh.